Hey, ich möchte dir heute die Glaubenssatz- bzw. Affirmationsarbeit vorstellen, die ich sehr oft für mich selber und auch in der Praxis verwende und habe die in ein 6-Schritte-System reingepackt und würde dir das jetzt gerne näher bringen, wie das abläuft, wie das vonstatten geht. Also erstmal so grundsätzlich, wir reden von Glaubenssätzen, wenn es sich um negative Auswirkungen handelt. Also wie zum Beispiel, ich muss für mein Geld hart arbeiten, das Leben ist hart, wenn ich mich hingebe, löse ich mich auf, keiner liebt mich, ich muss lügen, um zu bekommen, was ich brauche. Und das sind so Glaubenssätze. Und wenn ich daraus etwas Positives mache, das sozusagen umkehre, dann entsteht eine Affirmation, die ich dann im täglichen Leben neu in mein Leben integriere. Der erste Punkt ist sozusagen, diese Glaubenssätze aufzuschreiben, zu entdecken. Wie kannst du das? Das ist der Punkt, zweite Punkt. Du schaust in einen Lebensbereich, der für dich nicht so läuft, wie du es dir gerne wünschst. Es kann die Beziehung sein, es kann deine Arbeit sein, es kann dein Umfeld sein. Und du suchst dir diesen Bereich raus, den du gerade gerne verändern möchtest, wo du dir Erleichterung und mehr Glück für dich wünschst. Und dann versuchst du zu forschen, was für Sätze gibt es da in dir? Und da kannst du zum Beispiel in den Spiegel schauen, also was andere Menschen dir zum Beispiel zurückgeben. Oder einfach so, wie könnte der Satz dahinter lauten? Wenn ich zum Beispiel immer wieder mich unglücklich verliebe, ja, immer wieder an Männer gerate, die mich nicht zurücklieben, wie könnte der Satz lauten? Zum Beispiel, ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Oder im Beruf. Immer wird der Kollege bevorzugt und du guckst immer dumm in die Wäsche. Und wie könnte der Satz dahinter lauten? Wie könnte der Satz dahinter lauten? Zum Beispiel, ich bin nicht vertrauenswürdig. Da geht mein Chef lieber zu jemand anderem. Jetzt nur mal so zwei, drei Beispiele. Also beobachte diesen Bereich, in dem du dir die Veränderung wünschst und schau, was da für Sätze sind. Punkt Nummer drei, und das ist der entscheidende, und das ist auch der, warum ich glaube, dass dieses System, was ich dir gebe, wirklich funktionieren kann und viele da draußen das einfach nicht wirkt, weil viele machen es so, die schreiben diesen Satz auf, den Glaubenssatz und formulieren dann daraus eine Affirmation. Zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert und dann wird daraus, ich bin geliebt. So. Dann wiederholen sie und es verändert sich aber nichts. Der Punkt daran ist, dass die Seele sich nichts vormachen lässt. Und dass es einen Grund hat, warum es den Satz gibt, keiner liebt mich. Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Ich werde immer übersehen bei den Beförderungen oder was es auch immer gibt. Und diesen Grund gilt es zu erforschen. Wo kommt der her? Häufig hat es mit dem Familiensystem zu tun. Häufig kommt es aus den Beziehungen, die wir vorher hatten. Oder ja, unsere Glaubenssätze für Geld kommen oft aus der Familie, kommen vielleicht aus der Gesellschaft. Und das rauszufinden, das zu erforschen, da die Hintergründe aufzudecken, das kann manchmal sein, dass du da Hilfe benötigst. Ich bin gerne für dich da, wenn du da Unterstützung willst und schreib mir einfach eine Mail und wir machen einen Skype-Termin aus und können dann da mal schauen zusammen.
Aber vielleicht kannst du es auch für dich alleine. Ich bin da wirklich, ich glaube ganz fest daran, dass die Lösungen dir für deine Themen immer in dir selber liegen. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass du das hinbekommst. Aber wie gesagt, es ist auch, ich hole mir auch immer wieder Unterstützung, wenn ich an Punkte komme, wo ich nicht alleine weiter weiß. Aber dieses Erforschen des Hintergrundes, das Tiefere, was dahinter liegt. Und wenn du das erkannt hast, wenn du das gesehen hast, wenn du das geschaut hast, wo das herkommt, dann kann wirklich die Transformation geschehen. Weil dann kannst du dich davon befreien, dann kannst du dich davon loslösen und kannst etwas Neues etablieren. Und das ist dann der vierte Punkt. Aus diesen Glaubenssätzen Affirmationen zu machen, die zu verwandeln. Ja, aus diesen irgendwie, ich muss für mein Geld hart arbeiten, könntest du machen, das Geld fliegt mir zu. Oder keiner liebt mich, oder und verwandeln in ich bin geliebt. Und dann halt auch sich umzuschauen, wo das schon passiert. Die Nachbarin, die Freunde, die Eltern, Geschwister. Ja. Also aus den Glaubenssätzen Affirmationen formulieren. Welcher Satz fühlt sich für dich richtig schön an? Wo bist du genährt? Wo merkst du, da fängst du an zu lächeln, da strahlt dein Herz? Nach solchen Sätzen musst du jetzt suchen. Ja. Dann passiert Folgendes. Du hast die Glaubenssätze ja auf ein Blatt Papier geschrieben und dieses Blatt Papier verbrennst du. Du lässt sie komplett los, diese alten Sätze, indem du sie rituell verbrennst. Es kann manchmal sein, ich hatte das auch mal, dass ich noch nicht bereit war, den zu verbrennen. Dann habe ich ihn erst eine Weile im Portemonnaie mit mir getragen und dann war der Moment gekommen, wo ich es losgelassen habe. Und dann habe ich es halt bisschen später verbrannt. Das kann sein. Hör da auf dein Gefühl, was du da brauchst. Und sei da ganz ehrlich. Es ist alles in Ordnung. Alles so richtig, wie es ist. Und dann schreibst du auf einen neuen Zettel diese Affirmationen. Es können mehrere sein, es kann auch ein einzelner Satz sein und den schreibst du ganz häufig und verteilst ihn in deiner Umgebung. Auf dem Klo, über dem Küchentisch, beim Abwasch. Irgendwas, was du täglich machst bei der Ausgangstür, also bei der Haustür, wo du rausgehst. Und ja, verteilst diese Affirmation überall, auch in der Geldbörse, so dass du immer wieder drüber stolperst, immer wieder daran erinnert wirst. Ja, das ist Punkt Nummer 5 und Punkt Nummer 6. Das ist eine Gefahr, auf die ich dich hinweisen möchte. Und zwar, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber deine Seele lässt sich nicht verarschen. Du kannst 100-mal diese Affirmation rezitieren, wenn du diese innere Prozessarbeit nicht gemacht hast, wenn du dabei nicht ein Lächeln hast, dann funktioniert es nicht. Also deine Seele merkt, wenn du dir etwas vormachst, wenn es nicht echt ist. Und deswegen, wenn du bemerkst, dass du das noch nicht glaubst, dann schau, warum du es noch nicht glaubst. Was steckt da noch dahinter? Gibt es da noch einen tieferen Glaubenssatz dahinter, den es auch noch zu klären gibt? Schau immer dahinter. So lange, bis es die Wahrheit ist. So lange, bis die Affirmation die Wahrheit ist. Und leb da hinein. Es kann so eine Phase geben, wo man so tut, als ob, ja, so, wow, ja, ich bin total geliebt, einfach um es zu visualisieren, um es noch mehr in dein Leben einzuladen. Doch schau da genau, ja, dass du dir nichts vormachst und dass du nicht einfach nur den Satz vorbetest und gar nicht daran glaubst, es gar nicht spüren kannst. Also es braucht diese Verbindung zu der Affirmation, es braucht innere Bilder, es braucht Visionen, wie du
Erfüllung findest in dem Thema, in dem Bereich, zu dem du da die Affirmation aufgeschrieben hast. Ja, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und das alles klar rübergekommen ist. Wenn nicht, schreib mir gerne eine Frage in die Kommentare. Und auch wenn du Erfahrungen, Erlebnisse teilen möchtest, freue ich mich sehr darüber. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Ciao.